Hallo, es geht weiter mit Fire Emblem Radiant Dawn. Vermutlich auch gleich wieder etwas Story. Jupp. Des Nachts taucht unerwartet eine Gestalt aus Dareins Vergangenheit auf. Eine Gestalt, die dem Gerücht nach in König Ashnards Krieg umgekommen war. Des Königs blutbefleckte rechte Hand, der Schwarze Ritter. Der Schwarze Ritter beschützt Mikaya vor Jarods feiger Attacke. Mikaya jedoch spürt, dass Jarod seinen Trumpf noch nicht ausgespielt hat. Ach, Jarod! Um die Ergreifung Mikayas betrogen, verwirft Jarod sämtliche Absichten zu Verhandlung oder Rückzug. Stattdessen sinnt er auf Rache. Er ermordet einen Gesandten seiner Heimat Benion und gewinnt die Kontrolle über Burg Dain zurück. Aus der Burg heraus startet er mit Schleudern ein massives Bombardement und zerstört so fast die gesamte Festungsstadt. Der einstweilige Frieden, der mit Benions Gesandtem eingetroffen war, wird zusammen mit Nevassas Mauern zerschmettert. Seine Bewohner müssen dabei zusehen, wie ihre Familien und Güter im Steinhagel untergehen. Dieser Verrat ist zu viel für sie. Ihr Leid verwandelt sich in ungezähmte Wut. Mikaya und ihre Begleiter haben in den nahegelegenen Hügeln ihr Lager aufgeschlagen. Als der Angriff beginnt, verschlägt seine Brutalität der Gruppe die Sprache. Oh je. Finale, erhebe dich da ein. Oh shit. Nevassa, die Hauptstadt da eins. Oh ja. Und greift mir Wasser an. Nein, dort leben meine Eltern. Sie sind zu alt und schwach, um sich zu verteidigen. Meine Frau und Kinder sind auch dort. Alles wegen diesen herzlosen Jarod. Er lässt uns bis zu unserem Ende leiden. Jarod, ja, ich habe mir nur Jared ausgesprochen. Prinz Pelias, wir müssen etwas tun. Wir müssen den Wasser befreien und seine Bewohner von diesem brutalen Angriff schützen. Hat euer Wahnsinn denn nie ein Ende? Der Trupp der Hohepriesterin ist fast hier. So nah am Sieg sollten wir nicht überstürzt handeln. Izuka, da sterben Menschen und Nevassa hat wirklich schon genug gelitten. Du erwartest doch nicht, dass wir uns zurücklehnen und dem Angriff einfach nur zusehen. Wenn ihr nicht helfen wollt, gehen wir eben allein. Das war ja nicht das erste Mal. Wartet, wo geht ihr hin? Ihr könnt doch nicht mit den Laguts einem Plan nachgehen, den eure Spatzenhirne ersonnen haben. Können wir nicht? Natürlich nicht, du unbedachtes Wesen. Du bist sowieso viel zu impulsiv und handelst ohne Zustimmung des Prinzen. Denkst du nicht, ich merke nicht, was hier vorgeht? Du hast das Volk da eins dazu gebracht, deinen Namen zu lieben und zu ehren, deinen Namen allein. Selbst unsere Soldaten überhäufen dich mit Lobpreisungen. Da bleibt kein bisschen Lob für unseren teuren Prinzen übrig. Oh. Ah, der Prinz selbst. Selbst ein Stück Straßendreck ist adliger als dieser schmierige Augenwischer. Wisst ihr, wessen Glanz das ganze Volk tatsächlich in seinen Bann zieht, wie das Licht der die Motten? Eure Priesterin. Fuck, ich hab's genau wie letzte Folge gleich falsch vorgelesen. Und ich werde euch dem Volk rauben und da eins Hoffnung auf Errettung so endgültig auslöschen. Und selbst wenn sein rechtmäßiger Herrscher gekrönt wird, wartet das Volk immer noch auf die Zustimmung seiner Priesterin des Lichts. Wenn wir nicht aufpassen, wollen irgendwelche berechnenden Intriganten vielleicht lieber eine Priesterin auf dem Thron und kein König. Dies wird das Land wieder entzweireißen und das nur wegen einer deiner hochmütigen Missachtung der Befehle unseres geliebten Prinzen. Izuka, bitte. Wo ich gerade darüber nachdenke, vielleicht hat unsere kostbare Priesterin hier das alles ja schon lange geplant. Sie hilft so selbstlos unserem Prinzen, aber in Wahrheit will sie sich die Krone überstülpen. Haltet eure Zunge im Zaum, ihr Wurm, oder mein Dolch wird das für euch erledigen. Ich sehe hier nur einen Machthungrigen, nämlich euch. Das reicht. Izuka, Mikaya verdient es nicht, von euch so angegriffen zu werden. Sie ist nobel und rein. Ich hingegen bin ungeeignet als König. Hat dieses Weibsbild nun auch euren Verstand vergiftet, mein Prinz? Seit wir uns trafen, hat Mikaya an der Spitze unserer Truppen jede Schlacht mit uns geschlagen. Ich aber tat nichts dergleichen. Ich kann mein Volk nicht verteidigen. Natürlich sammelt
es sich da um sie. Er sieht sie in jedem Kampf und schenkt ihr seinen Respekt. Demzufolge müssen wir am jetzigen Zustand etwas ändern. Isuka hat recht, wenn es sich um meinen Ruf in der Bevölkerung sorgt. Ich muss den Respekt meines Volkes erst verdienen. Deswegen muss ich handeln. Oh shit. Ich muss mal kurz was schauen. Ich glaube, ich kann das nämlich noch nicht machen. Soldaten der Armee der Freiheit, befolgt man... Nein. Hört meine Worte. Ich bin Pelias, Prinz von Daein. Ja, wir wissen, wer ihr seid, mein Lord. Wir haben es mittlerweile verstanden. Also, Mann! Okay, es ist übel, Mann. Es ist eine üble Antwort. Und so, so... Ist alles in Ordnung mit ihm? Prinz. Sir Ritter. Und so... Und daher, meine geliebten Freunde, teure Kameraden, liegt nun die Hauptstadt in greifbarer Nähe. Und auch wenn wir nicht handeln, wenn wir uns zurückziehen, so sind doch wir es, die als stolze Sieger aus diesem Krieg hervorgehen werden. Und Daein wird wieder unser sein. Doch wenn wir uns dazu entschließen, diese Stadt im Kampf zu befreien, so könnte dies den Zorn Bekenjans beschwören. So würden Daeins Freudentränen schnell zu Tränen der Trauer. Doch während ich noch diese Worte an euch richte, wächst das Leid Nevassas weiter. Unsere Brüder leiden, unsere Schwestern sterben und ich... Ich werde nicht meine Augen von dieser Tragödie abwenden und sie ignorieren. Niemand kann das und am wenigsten ein Prinz. Ich kann meine Augen nicht vor den Leiden meines Volkes verschließen. Und so bitte ich euch, alle, bitte helft mir. Oh, Bewegung. Lang lebe der Prinz! Lang lebe Prinz Pelias! Lang lebe Daein, es wird Zeit, unser Land zu retten! So. Oh, nochmal Gerede. Lady Mikaya, ich steuere euch nur ungern bei euren Kampfvorbereitungen, aber dürfte ich eure Zeit kurz in Anspruch nehmen? Natürlich, wir nutzen dich ja sowieso nie. Aber natürlich, womit kann ich euch helfen? Wenn ich mich richtig erinnere, dann verwendet ihr immer diese magischen Bücher hier im Kampf, oder? Ja, das stimmt. Oh, ich bin so froh, dass ich mich daran erinnere. Dann bitte nehmt es. Das ist für mich ganz sicher. Es ist ein Zeichen der Anerkennung dafür, dass ihr mich und Madanoro in eure Armee aufgenommen habt. Wir sind froh, dass wir euch haben und vielen Dank, das Buch wird uns sehr weiterhelfen. Die Ansprache von Pelias gibt mir die Gewissheit, dass da ein neu entstehen wird. Erstehen wird. Es wird ein noch schöneres Land als je zuvor, in dem Einigkeit zwischen allen herrscht. Das glaube ich auch. Bis jetzt sind uns so viele Dinge zugestoßen, aber ich bin froh, dass wir es so weit geschafft haben. Ich fühle mich glücklich und stolz. Mir geht es genauso und ich bin sicher, dass auch die Soldaten der Armee der Freiheit so empfinden. Bald wird Daein frei sein, Lady Mikaya. Ihr müsst uns zu diesem Sieg führen. Das werde ich. Zusammen werden wir siegen. Und wir kriegen noch einen Tani. Wunderbar. Wunderbar. Geile Sache. Und der Wolok will auch reden. Wolok, wo hast du das her? Ja, Sprache, die wir nicht können. Aber sie müsste es können, oder? Aus den Ruinen in der Wüste. Oh, du hast es mitgenommen, als wir dort waren, oder? Mhm. Nein, aber wie dann? Wann? Was? Es ist für mich? Warte, Valo, ist er wieder in der Wüste gewesen, nur um das zu holen? Und zwar ein Wasserjuwel. Verkaufen, verkaufen. Geil, geil, geil. Ja,
Oh Gott, wir haben so viel Zeug. Ding, ding. Pass auf, wir verkaufen es kurz. Schauen wir mal, wie viel das so wert ist. 5.000, immerhin. Boom, jetzt sind wir bei 20.000, nicht schlecht. Und ja, ich werde jetzt natürlich wieder wie immer einen Schnitt machen und die Leute hier ausrüsten. Davor, obwohl nicht davor, dann werden wir auch gleich nochmal den Schmied benutzen mit unserem krassen Geld jetzt. Und Fähigkeiten werde ich auch verteilen und schauen, wie es hier aussieht. Wir haben Nyla dabei. Und wir haben den schwarzen Ritter dabei. Ja, wir könnten ihr tatsächlich sogar Wache wegnehmen. Wobei wir das nicht brauchen. Das haben wir sogar aufs Sofa drauf. Wobei wir... Bei ihm sollten wir es tatsächlich so langsam wegnehmen. Weil so langsam ist er nicht mal über Level krass, mega krass. Aber ja, ich werde hier noch ein bisschen rumschauen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einen Schnitt. Bis gleich. So, also. Ich habe nicht allzu viel gemacht. Wirklich viel Waffen kaufen gab es nicht. Ich habe ja ihr Passieren weggemacht und habe ihr dafür Adept gegeben. Also vielleicht doppelt sie dann nochmal mit Glück. Und ich habe hier schon mal bereit gemacht. Sofern gebe ich ein bisschen mehr Glück. Nolan braucht ein bisschen mehr Stärke. Traurigerweise hatte ich hier nur 18. Wobei ich ganz kurz... Also eigentlich ist es nicht so nötig. Aber ich gebe ihm trotzdem die Stärke. Und Chill möchte ich mehr KP geben. Naja, 28 ist halt ziemlich schlecht. Und 35 ist schon etwas besser. Und jetzt würde ich gerne dem Nolan eine Waffe schmieden. So eine Axt, logischerweise. Machen wir gleich eine Stahlaxt, ja. Und mit einer guten Trefferchance natürlich. Und gut reinhauen. Vielleicht auch das Gewicht ein bisschen runter. Und wie ihr merkt, das wird sehr schnell sehr teuer. Wenn ich das Gewicht runter mache, das... Ja, das ist... Oh. Ich weiß nicht. Vielleicht lassen wir es auch dabei. Kraft hoch, Trefferchance hoch. Und als Farbe nehmen wir einfach mal weiß. Aber ich denke, das ist jetzt eine gute Waffe für den guten Nolan. Boom. Am besten noch eine Münze reingeben. Jetzt schauen wir mal, ob wir Glück bekommen. Ob wir Glück haben. Das sieht nach... Kraft und Treffer hoch. Ja, geil. Nicht übel. Das ist eine krasse Waffe. Und die kriegt jetzt der Nolan. Warum Nolan? Keine Ahnung. Einfach so. Einfach so. So, und das war's dann auch hiermit. Ich würde sagen, jetzt gehen wir... Schön in das Kapitel rein, oh ja, in den Kampf. Und in noch ein bisschen mehr Story. Sehr gut, mein Prinz, wir stehen euch zu Diensten. Meine Armee ist in Wartestellung, macht es gut. Und lasst euch das Heldsein nicht zu Kopf steigen. Kompanie, Achtung! Unser Ziel ist es, die Stadt zu retten und die Festung einzunehmen. Alle Mann ausrücken! Jo! Warum auch immer die nutzlosen Leute, wie zum Beispiel der Du, der Bogenschütze mitgeht. Ich habe den Namen vergessen. Die Rebellen sind im Anmarsch. Das ist doch nicht schlecht. Was könnte ehrenvoller sein, als für einen guten Zweck unterzugehen? Boom. Ich frage mich, wo Jared, Jarod ist. Ganz oben. Hört mal alle her, dies ist unsere letzte Chance, so unterzugehen, wie wir lebten. Als stolze Soldaten legen wir uns. Wenn wir diesen Kampf überleben, dann erwarten uns Gefangenschaft und eine vor der Welt vertuschte Hinrichtung. Wenn wir vor diesem Kampf aber fliehen, dann verlieren wir unsere Ehre und werden bis zu unserem Tode verfolgt. Also liefern wir da einst Dilettanten ein ruhmreiches Gefecht, das uns die Straße in den Abgrund erhellen wird. Als stolze Soldaten von Begnern haben wir gelebt. Sterben wir als stolze Soldaten Begnerns und nun los! Oh shit! Dieser Schlachtruf, das war Jarod. Bei der Ehre da einst schwöre ich, dieser Kampf wird der letzte dieses Halunken. Yo! Damit sind wir hier drin. Wie wir sehen, Schwarze Ritter und Raphael ist auch dabei. Chill natürlich. Und Nyla können wir auch so reinhauen. Taronio ist leider nicht dabei, aber hey.
Und dann haben wir noch ein bisschen extra Platz, aber das kann uns egal sein. Und ja, das... Ich meine, mit dem schwarzen Ritter und Nyla können wir das gar nicht verkacken. Wir könnten hier einfach durchrennen, aber wir wollen natürlich auch XP. Bonuserfahrung gibt es hier übrigens, wenn man es in 12 Zügen schafft, 1250 Bonuserfahrung und in 15 Zügen 625. Aber für den allgemeinen Sieg kriegen wir schon 2500. Und es gibt hier auch einige Kisten. Eine Kiste, zwei Kiste, 10. Hier oben sind auch noch 3. Da muss man sich beeilen, denn ab einer bestimmten Runde kommt da auch wieder Leute, die was klauen wollen. So wie man es halt in Fire Emblem kennt. So, und wir sind jetzt alle entwickelt aus Mikaya, die kann auch nicht. Die wird, glaube ich, am Ende von diesem Kapitel dann entwickelt. Und ja, ich würde sagen... Pass auf, ich hau dich mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich würde sagen, wir müssten... Wir schicken dann am besten Nyla hier nach oben. Oder kann die überhaupt an Leuten vorbei? Hat die passieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe niemanden passieren gegeben, was ein bisschen doof ist, weil ich glaube, mit ihr kann ich auch nicht drüber fliegen. Wenn wir die hier oben wegbekommen, dann müssen wir wohl doch den schwarzen Ritter dahin schicken. Und ein bisschen XP schnappen können, weil ich würde hier gerne hoch. Hier hoch. Das geht nämlich etwas schneller als hier, wobei es eigentlich nicht so wichtig ist. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Es wird hier ganz interessant. Ich war an der Stelle noch nie so weit entwickelt. Normalerweise entwickeln sich meine Einheiten in dem Kapitel. Aber, ja gut. Dann schauen wir mal. Jetzt mal langsam überlegen. Wir haben so viele Einheiten jetzt. Das ist natürlich ganz cool. Und ich hab ihr Arkus-Sonne gekauft, habe ich glaube ich schon gesagt. Cooler Move. Müsste ich dann, wenn ich ihn einsetze, auch eigentlich die Animation wieder anmachen. Wenn ich schon davon spreche. Nicht wenig. Na gut. Es war 20 EXP, ist okay. Ich glaube, die sind mittlerweile etwas stärker und geben wieder etwas mehr EXP. Naja. Hier, ach ja, genau, wir haben auf Nolan, der kann jetzt natürlich super weit rennen. Natürlich recht angenehm. Und den kriege ich nicht. Kann ich mit Nolan den einfach wegklatschen? Ich meine. Ah, okay. Trefferchance ist natürlich Schrott, aber mit unserer neuen Waffe ist sie angenehm. Ich glaube, das mache ich auch. Wir benutzen mal unsere neue Waffe. Wir haben sie gemacht, um sie zu benutzen. Boom. Easy. Waffenlevel gestiegen, super. Er hat gerade einen miserablen Biorhythmus. Ja, Waffenlevel S ist er jetzt. Nicht schlecht. Wunderbar. Gut. Dann gibt es ja nicht mal allzu viel. Du kannst kurz den wegballern. Du machst das auch ohne Probleme. Jetzt sind 5 Schaden auf dich auch nicht mehr mega, mega viel. Im Vergleich zu zuvor. Dank der... Ja, ihr wisst schon. Dank diesem wundervollen Item, das die maximale KP erhöht. Und du rennst schon mal nach oben. Dann schauen wir mal. Ich meine, die Einheiten hier, ich meine sie zum Beispiel, boom. Sie wird halt eh alles wegballern hier. Schaut euch die Werte an. 34 Stärke, ja? 34, wie viel hast du? 38, fast gleich viel. Geschwindigkeit 30, was hast du? Geschwindigkeit 38. Verteidigung 32 und 26 Rest hier. Also, wir haben hier zwei riesige Monster. Richtige, übel krasse Monster. Natürlich easy peasy für uns dann. Ja, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und dann haben wir auch noch einen guten, alten Tänzer mehr oder weniger, Galdra-Sänger. Wodurch wir dafür sorgen könnten, dass Nyla oder der Schwarze Ritter doppelt angreifen kann. Aber ja. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. Wir sind OP. Absolut kein Problem. Wir müssen uns echt keine Sorgen machen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. So, ihr kommt. Oh, das ist natürlich angenehm, wenn du nicht zum Schwarzen Ritter gehst. Allgemein, dass du hier runtergehst. Ich dachte, die machen das nicht. Okay, die bewegen sich. Das ist natürlich unglaublich angenehm, weil du bist tot. Selbst nach oben. Da trifft der Schwarze Ritter. Kommst du halt angeschissen, aber das kann mir egal sein, mehr oder weniger.
Dann kann ich nämlich Chill jetzt nach oben schicken und... dass er sich bewegt, wusste ich nicht. Nolan hat richtig Damage bekommen. Aber nicht genug, um zu sterben. Alles kein Problem für ihn. Und da kommen schon die Diebe. Da kommen die Diebe. Die will ich natürlich so schnell wie möglich weghaben. Und dafür will ich vielleicht doch Chill bewegen. Mein Elfenwind, Elfenlicht, kein Problem. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die schon nach hier oben gehen oder einfach nur hier unten lang. Ich würde sagen, ich schicke Chill jetzt einfach mal los. So, machen wir das so. Das ist natürlich obergeil, wenn wir die Diebe wegbekommen. Ich wusste nicht, dass sie so früh kommen tatsächlich. Aber hey, nicht so schlimm. Ja gut, das ist ein Problem. Ich kann dich natürlich hier nicht wegballern, oder? Nicht wirklich. Dann gehen wir hier lang. Mach mal so. Wenn du kommst, dann kann ich dich abballern. Ich hoffe, hier wollen sie auch nach unten zu der Kiste. Angenehm für uns. Naja. Reden? Achso. Doch, da. Gebt euch nicht in Gefahr, ihr seid das Herz dieser Armee. Euer Geist gibt uns Kraft. Wir dürfen euch nicht verlieren, darum überlasst mir den Kampf und tretet zurück. Sir Ritter, ich danke für eure Fürsorge, doch ich werde kämpfen. Ihr und alle anderen Kämpfer, setzt euer Leben aufs Spiel, ich werde mich nicht rücken. Ihr seid, ja, sehr ähnlich. Was? Nichts. Wolf? Die gute alte Mikaya. Also kacke ist sie ja gar nicht, sie hat nur wenig Speed. Wenn man ihr Speed hochbekommen würde, dann wäre sie richtig krass mit reinböllern. Sie ist halt so eine richtige Glaskanone. Ah, gut. So, und du heilst ihn mal. Mit Pflege komplett hoch, wunderbar. Und dann schauen wir mal, will ich mit Wolok mal wieder angreifen und schauen, wie viel XP er jetzt bekommt. Oh, reden! Hallo da! Hier merkt man, dass diese, das sind halt so Standard-Sachen, die da gelabert werden. Da ist nichts Interessantes dabei. Also, die können ja nur reden, weil sie ja in einem Ding sind, in einem, wie heißt's? Boah, reden ist schwer. Weil sie, Alter, wie weit kann ich denn? Ja, geil! Aber ich kriege ihn vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es versuchen soll. Und dann ist der im Weg. Pass auf, wir benutzen den Hammer. Trefferchance übel. Lass uns versuchen. Lass es versuchen. Danke. Easy. Naja, was soll ich sagen? Genau, die können ja nur miteinander reden, weil sie halt ein Unterstützungslevel zusammen haben. Von dem her nichts Spezielles. Na gut. Wisst ihr, was ich jetzt versuchen will? Wisst ihr was? Einfach nur, dass ihr das gesehen habt. Weil Magie kann ziemlich cool sein. Benutzen wir hier jetzt mal den Arcus-Donner. Auch wenn du gut daneben hauen kannst. Schauen wir mal. Ist halt noch eine krasse Waffe, die vielleicht etwas schwer ist. Oh ja. Boom, okay, leider daneben. So krass war das jetzt auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt aber noch richtig krasse Magie, aber das war halt einfach nur noch ein stärkerer Donner-Move. Naja, leider nicht getroffen, dann muss wohl unser guter alte Sophie hier den Rest machen. Sag mal, was hat denn der für eine krasse Ausweichchance? Danke. Kein Wunder, dass die anderen so schlecht bei ihm getroffen haben. So, na gut. Sie gehen halt mit voran. Opfern? Ja, warum nicht? Ich meine, es gibt einige Gründe, warum nicht. Wobei, ne. Eigentlich nicht. Eigentlich ist alles gut soweit. Bitte kill. Aua. Boom. Weg mit dir. Ich will den da oben irgendwie. Ich komme aber nicht hin. Ah, kann ich soweit? Ich meine, die kommen jetzt angeschissen, das ist klar. Und die treffen sogar. Weil, ja. Au. Aber ich krieg die Diebe weg. Und jetzt kommt hier ein bisschen Verstärkung. Deswegen lasse ich hier unten auch gerne meine schwarzen Ritter stehen. Na klar, das ist EXP. Aber die sind halt ganz schön gefährlich. Da kann man nicht einfach nur eine Person hinschicken. Na, schwarze Ritter macht das halt ohne Probleme.
Boom. So. Und ihn. Das müssen wir mal schauen. Ja, die kommen halt weit. Dann muss ich ihn hier lang schicken. Und hoffen, dass die hier nicht runterkommen können, um ihn anzugreifen. Können sie. Aber nur der. Oh. Und der wird nicht runtergehen. Okay. Na gut, dann schauen wir mal. Nope. Nope, nope, nope. Oh boy, ich hätte ihn halt gern irgendwie mit mehr Leben. Sagen wir es mal so. Aber Eisenlangbogen. Oh. Und ein Schnitter. Das ist ja halt nicht so easy. Ich meine, er kann. Pass auf, wie gut treffe ich? Er stirbt halt vielleicht, aber ich will halt einfach. Ich will gierig sein. Weg mit dir, du Drecksack. Und du kannst sogar nach oben, was ich gar nicht gut finde. Aber du kannst halt hier auch nicht viel machen. Vielleicht schicke ich dich dann doch nach oben. Ja gut. Dann muss das jetzt wohl etwas anders gemacht werden. Der Magier hier muss unbedingt weg, weil ich habe echt keinen Bock, dass unser Nolan verreckt. Und dann schauen wir mal. Ich meine, der kann halt jetzt da hoch. Er kann im Notfall hinterher, aber. Wir könnten versuchen, einfach so anzugreifen. 19% ist nichts, also lohnt sich das vermutlich nicht. Oder wir gehen einfach hier hin und verwenden eine Heilmittel. Mit dem Langspeer aktiv. Das war vielleicht gar nicht so schlau. Ich hätte vielleicht nicht Langspeer aktiv machen sollen, weil der hier greift jetzt auf jeden Fall Nolan an. Das kann, ist ganz schön knifflig teilweise, wenn man halt nicht so krass, also wenn man sich halt so beeilen möchte. Ah, schauen wir mal, wie es denn jetzt weitergeht. So, Wolle kann auch nach oben. Wolle sollte nicht unbedingt vom Feuermagier erwischt werden. Sie braucht eine Weile. Ha, ich hätte stoßen sollen, ich vergesse das immer. Ah ja, hier, der schwarze Ritter macht sowieso den Rest. So, ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, unten liegt die Kiste, ist gar nicht so schlimm, wenn die weg wäre. Aber es gibt auf jeden Fall eine Kiste, die ich unbedingt haben will. Eine Kiste ist mir sehr, sehr wichtig. Boom. Wir sind weg. Ach, Gott sei Dank. Und du greifst sie an. Ach, warum seid ihr so dumm? Ich find's super. Weil Feuermagie gut auch gegen die ist. Daumen, aber voll geil. Boom. Boom. Oh, das ist so angenehm. Jetzt kann ich gleich mal einen fetten Rückzug machen. Au. Der von ganz rechts könnte. Oh nein, bitte. Der ganz rechts. Bitte nicht nach links hüpfen jetzt. Und Chill angreifen. Der hat ein Purgativ, oder? Aber jetzt können wir mal gucken. Der da hier muss auf jeden Fall noch weg. Ich meine, was der jetzt haben wollte, das ist eigentlich schon fast klar. Aber wie machen wir das jetzt am besten? Giftäxte, hallo. Richtig krass. Dann schauen wir mal. Mann, hier. Oh. Schauen wir mal. Eine Mixtur können wir ihm klauen. Meteor. Oh, ist ja ekelhaft. Mal, was können wir noch klauen? Ja, die Heiler haben halt Purgativ und Heilung. So, das wird jetzt etwas knifflig tatsächlich. Wobei, wir können viel machen. Wir können hier weit laufen. Du könntest sogar auch noch jemanden angreifen. Wie machen wir das am besten? Nyla könnte hier einfach
Oh, wollen wir das so? Ja, 27, da sieht man, wie krass das sein kann. So, ich meine, das wäre ganz cool, wenn der hier weg wäre. Wobei wir das halt auch mit Indianer machen können. Oh, hoppla. Er kann sich wehren. Schauen wir mal. Also, Elfendonner. 19, 80. Reicht Donner eigentlich? 34, es reicht. Sie kriegt eine Menge Damage, theoretisch. Aber ist egal, du musst weg erstmal. Dann können wir nämlich Wollock nach unten schicken zum Dieb. Daneben, easy. Das vereinfacht das Ganze. Donner ist weg. Du nimmst dir den hier vor. Nope, doch nicht. Ich meine, theoretisch ja, trotzdem. Ich meine, der will jetzt nach vorne rennen. Ich glaube, der kommt aber noch nicht zur Kiste, oder? Doch. Ist aber auch nicht so schlimm, tatsächlich. Du kannst auch noch vor... Meinetwegen können wir das so machen. Oh, komm schon, triff einmal, danke. Ja, irgendwie ist es nicht so optimal. Mann! Alter, wie du ihn nicht mal kaputt bekommst, komm schon. Tani. Danke. Mikaya braucht eh keine XP, aber das ist jetzt eine etwas gefährliche Situation, in der ich bin. Ich meine, man kann sich wohl denken, warum. Aber hey. Und du könntest vielleicht sogar den Dude hier einfach one-hitten. Mit einer ganz normalen Stahlaxt. Ist natürlich wunderbar. Kill. Und die Wollock-Unterstützung ist auch noch dabei. Und wenn ich so drüber nachdenke, müssten wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen hier rüber. Oder müssen wir das überhaupt? Pass auf, wie weit den einkriegst du nicht? Schade. Weil du könntest doch auch einfach ihn... Kannst du nicht. Na gut. Dann halt doch. Sicherhin ist besser. Wobei ich nicht weiß, wie sicher ich gerade tatsächlich bin. Wenn ich mir überlege, dass Mikaya hier frei rumsteht, von ihm angegriffen werden kann. Stärke 17, plus 8. Dobala, 25. Sie hat aber Verteidigung. Und er kann hoffentlich nicht doppeln. Außerdem, sie ist halt dann noch vergiftet, aber hey. So, machen wir das Ganze so. Der könnte theoretisch hier, aber gut. Der wird nicht ihn angreifen, der will die Truhe, das glaube ich. Da kann ich mir, glaube ich, sicher sein. Als ob, der geht genau wegen einem KP nicht kaputt und da ist die Trefferchance so übel. Ich glaube, wir machen es ganz einfach. Ich rüste das hier aus und heil mich nochmal hoch. Heilmittel sind in dem Spiel zum Glück super. Und du kannst erstmal hier warten. Hui. Au. Boom, Baby. Kein Gedoppel. Leider vergiftet. Und du hast jetzt ein Item hier, Schnittergarte. Was ist das denn, fragt ihr euch? Gab es das überhaupt schon mal in einem Spiel, in einem Fire Emblem-Spiel? Sehen wir gleich, ich werde es nochmal an... Obwohl, ich weiß nicht, ob es das schon mal in einem anderen Fire Emblem-Spiel gab. Aber wir können uns gleich mal anschauen, was diese Schnittergarte denn macht. Boah, redet schwer. Aber erstmal müssen wir dafür sorgen, dass der Typ da nicht abhauen kann. Ja, du mich auch. Bing. Au! Alter! Da hat richtig Damage gemacht. Aua, ja, ist gut. Müssen wir... Ne, müssen wir nicht, wir können dich töten, wunderbar. Dann bist du jetzt hardcore am Arsch. Boom. Mit dem Level Up, ach ja, weil du mehr XP bekommst durch die Fähigkeit. Wunderbar. Oh, wenn das nicht ein mega geiles Level Up war, dann weiß ich auch nicht.
Ja, du gehst jetzt mal hier zurück. So, Schnitterkarte. Schauen wir mal. Und zwar, Spezialitem, das nicht Magiern ermöglicht, einen mittelstarken Magieangriff auszuführen. Ja, und zwar 8 Kraft, Treffer 100. Und ich glaube, das Problem bei den Karten ist natürlich, dass der Magiewert genommen wird, oder? Von dem her sind die eigentlich gar nicht so cool. Aber sie existieren. Und ich finde sie lustig. Und du gehst jetzt mal hier runter, auch wenn du ganz langsam bist. Aber ja, so viel dazu. Sag mal, du wirst niemals von mir getroffen, oder? Ja, ich will es gar nicht versuchen. Oh, sie hat halt jetzt eine schlechte Trefferchance. Ich hätte doch noch Donner mitnehmen sollen. Oh ja, Schnitterkarten, keine Ahnung. Die sind halt da. Was soll man machen? Erstmal Erneuerung. Und jetzt schauen wir mal. Ich meine, eine Sache, die ich nicht geschaut habe. Ah, Mikael und Zuffe können mit dem Schwarzen Ritter reden. Cool. So, was? Dann hole ich den doch noch hinterher. Dann geht's weiter. Du gehst hier nicht. Doch, okay. Ah ja, dann müssen wir jetzt. Wir sind in Zug 5, eigentlich sind wir recht flott unterwegs gerade. Wenn das so weitergeht, wird das ja noch was. Aber ich muss jetzt erstmal so langsam, aber sicher ganz schön viele Einheiten heilen. Ich weiß nicht, ob da. Ob das so easy ist. Hier so schnell durchzukommen dann. Ich meine, theoretisch kann ich auch anfangen, Heilmittel zu schlucken. Weil mir die natürlich auch mit der Zeit ausgehen. Ja, du kannst noch. Und wir könnten halt super schnell einfach durchrennen. Mit Nyla zum Beispiel. Aber das will ich nicht. Logischerweise. Wenn natürlich die XP nicht verschwenden an sie. Ja. So. Kann der überhaupt da hoch? Ich weiß gar nicht. Testen wir es. Einfach testen. Aufpassen. So, aber ja. Ich meine, es ist ganz cool, das Kapitel. Finde ich. Und ich glaube, es wird echt schwer, das noch die Bonuserfahrung zu bekommen. Ich glaube nicht, dass es das was wird, denn ich will mir natürlich die Zeit nehmen, um die Kisten zu öffnen und alles. Ich hätte vielleicht hier Türschlüssel mitnehmen können, aber die müssten auch noch irgendwie Türschlüssel dabei haben. Irgendwo. Oder auch nicht. Hier, nicht Tür, Truhenschlüssel. Ja, da hier zum Beispiel. Und theoretisch, ja, das passt schon. Nehmen wir das Wurfball. So. Oh, Heilmittel sind so geil im Spiel, Mann. Und wenn ich mit dem schwarzen Ritter jetzt hier oben wäre, dann könnte ich tatsächlich den blöden Bogenschützen da oben wegbekommen. Oh, der ist noch nicht ganz so weit. Ah. Achso, ja gut. Hast du jetzt angeschissen? Zum Glück hat Chill auch Lanzen. Oh, kaputt. Jetzt kommen da mehr Leute angeschissen. Er kann hier hoch, wunderbar. Dann kommen wir vielleicht doch noch zu dem Gespräch. War natürlich ganz cool. So schauen, was die denn so labern dann. Oh ja, Chill, pass auf. Du gehst jetzt erstmal. Pass auf, genau, du kannst die unten erledigen. Retten! Sie hätte halt einfach den schwarzen Ritter retten können. Das ist so krass. Ah, hier, mach du mal Langspeer. Auch wenn du eine schlechte Trefferchance hast. Vielleicht triffst du ja. Schade. Einfach mal hier hin. Der ist, glaube ich, kein großes Problem mehr. Ja, die sind so weit weg.
Und der ist auch kein Problem. Das ist natürlich wunderbar. Kannst du dir auch noch EXP schnappen? Wenn du triffst, natürlich. Komm schon. Danke. Ich habe aber ziemlich viel Respekt vor dem Dude. Unserem Kackschnitter. Darum schicke ich da... Pass auf. Wie würde das aussehen? 7. Du überlebst auf jeden Fall. Schicke ich dich hier hin. Und du... Holst du den Stahllanzen-Heini? Hast aber kein Heilmittel. Dann machen wir das etwas anders. Ich hätte vielleicht ein bisschen auf die Heilmittel achten sollen, dass die auf jeden Fall fresh sind. Was sie jetzt momentan natürlich nicht sind. Weil unsere kleine popelige Heilerin hier, ja, sie kann gut heilen, aber auch immer nur eine Person. Es wird Zeit, dass unsere Magier auch anfangen können zu heilen und so. Unterstützung. Au. Boom, weggeballert. Und das Wichtige ist, dass der Schnittertipp weggeht. Lala. Komm, gib mir auch nochmal was Geiles. Ist okay. Nicht wirklich gut, aber hey. Okay, er hätte uns nicht mal gegrittet. Gut so. In Volokal ziehe ich halt einfach wieder, das ist so cool. So, schau mal, wer zu euch kommt. Ihr habt ein riesiges Problem, ihr Drecksäcke. Ihr seid sowas von am Arsch. Ihr habt keine Chance. Wunderbar. Der schwarze Ritter kommt auch hinterher, Mann. Alter, die sind halt so... Die sind so mit dem Leben... Einfach nur noch fertig. Die haben keine Chance. Als ob die gegen uns eine Chance haben. Die haben... Den schwarzen Ritter... Die Königin der Wölfe... Was sollen die denn jetzt noch gegen uns anrichten können? Schon irgendwie lustig. Magie. Und den könnten wir... Wenn er halt seine Heilung aktiv hätte, können wir das wenigstens klauen, aber... Na gut, sowas. Schauen wir mal. Dann mache ich das so. Ich kann auch einfach hier hin, dann locke ich den immerhin her. Ach, du hast ja gar keine mehr. Okay, dann machen wir das so. Ist auch in Ordnung. Wie der einfach eine 14% Crit-Chance auf Nolan hat. Als ob. Als ob, wie viel muss ich ihm, hätte ich ihm den Glück, das Glückdingens geben sollen? Heilige, als ob. Na gut, weiter vor. Du. Ich mag die Musik. Auch wenn sie sehr generisch ist. Wobei, der Teil nicht mehr. Der ist nicht mehr generisch. Der ist super. Und theoretisch, pass auf, du gehst mal hier hin, dass du hier einfach hoch kannst dann. Gegnerzug. Das ist ein Fehler von dir gewesen. Ein riesiger Fehler. Du hättest noch eine Runde weiterleben können. Hast dich aber dagegen entschieden. Und du auch. Ich glaube, die wollen einfach sterben. Ich meine, das war so die Ansprache vom Jarod sowieso. Die haben da, denke ich, kein Problem mit dem Sterben. Aber hey. So, du kommst ja super. Au. Gar nicht so super, das hat ganz schön Damage gemacht. Und du rettest mich jetzt nicht, oder? Huch, danke. Oh. Daneben. Das habe ich jetzt fast vergessen. Fast vergessen. Ich meine, 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme halt nicht mehr wirklich runter, ohne an der doofen Stelle zu sein. Ich würde den da oben gerne auch wegballern. Das ist ein kleines Problem. Na gut, andere Sache. Erstmal dich erledigen. Oh, das sind Trefferchancen, die will ich öfters sehen. Die will ich einfach öfters sehen. Und du hast, glaube ich, den Rundschlüssel. Wunderbar. Dann gehst du mal weiter hier rüber. Aber öffne es noch nicht, sondern... Du musst nicht unbedingt heilen, Mann. 20 KP ist halt voll geil. So, dann können wir immerhin die beiden schon mal öffnen. Und 9 Züge, ja, wir sind... Ja, das wird nichts. Man könnte hier halt... Ich gehe mal davon aus, man... Die...
Züge, die man für die Bonuserfahrung hier braucht und so, die gehen davon aus, dass man halt einfach mit gewissen Kollegen, wie dem Schwarzen Ritter zum Beispiel, alles wegballert einfach. Und Nyla. Aber ja, pass auf, du gehst mal zurück, du brauchst eh keine XP. Entschuldigt, Sir Ritter, ich wollte euch danken dafür, dass ihr an unserer Seite kämpft. Ihr müsst mir nicht danken, ich tue nur meine Pflicht. Wenn unser Kampf vorbei ist, werdet ihr dann in Dahin bleiben? Es tut mir leid, das geht mich nichts an. Es ist nur so, eure Anwesenheit würde unsere Mut... Es kann sein, dass ich Dahin verlasse. Oh, aber warum? Mehr als das kann ich nicht sagen, vergebt mir. Oh, so mysteriös und komplex und perplex und so, Krasser Dude. Ja, ich möchte den jetzt hier tatsächlich stehen haben, will ich das? Pass auf. Gut. Ich gehe noch etwas weiter. Dann möchte ich ihn hier hinstellen, ja? Warum kann man sich vielleicht denken? Moment, das ist Meteor, oder? Meteor ist ein bisschen kacke für unseren Wolok, theoretisch. Aber der hätte ihn auch davor schon angreifen können. Ich gehe es trotzdem sicher an. Und du hast sowieso krass Assistenz. Du hast gar keine Probleme. Na gut, dann machen wir das Ganze so. Nein, ihr macht's auch nichts aus. Das ist jetzt etwas Verschwendung, aber hey. Du hast auch eine okay Resistenz, also kannst du auch ein bisschen weiter vor. So, dann lassen wir Iliana ganz nach oben. Und solange wir die Tür nicht öffnen, sind wir hier eh relativ safe, solange wir uns nicht an doofe Stellen stellen. Ja, perfekt. Oh, du bist runtergekommen. Wie nett von dir, du Drecksack-Idiot. Ah ja, gut. Da kommen noch ein paar Leute. So was, wir könnten Wolok mal hier kämpfen lassen. Gift-Axe ist natürlich kacke. Ja gut. Die sind tatsächlich nicht ungefährlich. Aber das mache ich trotzdem so. Dann können wir das nämlich so machen. Dann stellt er sich einfach nur hier hin. Dann ist das, denke ich, kein Problem mehr. Nolan ist schon Level 4. Pass auf, du machst den mal weg. Donka, Donka, tschüssi. Und wir kriegen gleich etwas, was ich schon die ganze Zeit hätte haben wollen. Nachdem wir das Heilmittel verwendet haben. Ich würde nämlich dieses Item, das wir gleich bekommen, auch gerne bald benutzen. Und der hat jetzt gar keinen... Hast du Meteor eingesetzt? Nee. Warum nicht? Na gut. Pass auf, dann geh du mal nach vorne. Vielleicht lockst du ja was an. Und du gehst einfach mal hier hin. Und ja, dich schicken wir hier hoch. Nyla, da. Gut, ich denke, das passt. Au. Leider vergiftet, aber hey. Easy. So. Wunderbar, was für ein Idiot. Jetzt noch der Magier. Och, das ist ja natürlich obergeil. Alles auf den schwarzen Ritter, ihr Deppen. Das macht mich glücklich. So, und genau deswegen habe ich ihn dazu gestellt. Also nicht nur deswegen, aber jetzt heilt er nochmal extra. Oder ich glaube, das ist nicht mal ein Heal. Der Heal hat er ja selber. Aber sein Biorhythmus müsste jetzt besser sein. Und er kann sich verwandeln. Pass auf, schaut euch das mal an. Das war jetzt natürlich dumm. Das war jetzt natürlich dumm. Weil ich jetzt nicht mehrfach angreifen kann. Warum mache ich das? Er kriegt eh nicht viel XP. Selbst bei einem Kill, das ist halt übel. Oh ja, er hat jetzt auch einen schlechten Biorhythmus, ey. Aber ja, er hat jetzt halt auch nicht die Geistenwerte. Selbst verwandelt. Mega viel Resistenz aber. Ich denke, wir machen dich mal kurz damit kaputt. Dass du nicht unseren guten Vogel hier angreifen kannst.
Und dann geht's weiter, dann schauen wir mal. Ja, die können hier nicht mal runter. Du kannst runter angreifen. Ich stelle dich einfach hier hin und dann schaue ich das an. Eine Tempofeder. Ja, geil. Wunderbar. Tempofeder für wen denn? Ganz einfach. Ja, man kann sich das irgendwie denken. Sie braucht einfach die Geschwindigkeit. Ich hätte gern viel Geschwindigkeit auf ihr. Und sonst Geschwindigkeit 22, 21, 18 könnte besser sein, aber es ist halt auch Magier, beides Magier. Sie doppelt immerhin, Leute. Sie nicht. Also ja, ich denke schon, dass es Sinn ergibt, ihr die Geschwindigkeitsfeder zu geben. Und könnten sie auch bis ins Late Game behalten oder so. Ich denke, das ist nicht so wichtig dann. So, dann können wir jetzt noch ein bisschen warten. Ich hätte nämlich echt gern, dass der sein Meteor völlig wegballert. Das war super geil. Ja. Ha! Easy! Gut. Ja, ja. So. Na gut, der kommt jetzt nicht hoch. Aber du kommst hier nach oben. Das ist natürlich wunderbar. Erneuerung! Welches Level ist Laura eigentlich? 8, ja gut. Sowas aber auch. Pass auf, dann machen wir das mal so. Du gibst ihr mal... so. Dann kannst du das hier öffnen. Und jetzt haben wir den Öffner. Damit können wir jetzt mit Laura theoretisch auch Schlösser öffnen. Und solange man den aktiv hat, mehr Geschwindigkeit und Abwehr. Also theoretisch könnte man es auch einfach nur reintun, um mehr davon zu haben. Aber ja, dann kann sie auch mal ein bisschen mehr machen. Hast du jetzt angegriffen nochmal? 2, ja, genau. Wunderbar. Ja, dann einfach warten. Bonuserfahrung, ja gut, die ist weg. Aber hey, man hätte in dem Kapitel eh nicht viel bekommen. 1250. Für das, dass wir ganz viele Gegner nicht töten könnten, weil wir nicht genug Zeit hätten. Und wenn wir 15 Züge brauchen, also wenn wir jetzt uns noch beeilt hätten, dann okay, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Aber 625 ist halt echt nicht viel. So, komm mal nach oben. Pass auf, das machen wir etwas anders. So. Und dann geh mal du zur Mikaya. Die braucht das hier. Ding. Du bleibst hier stehen. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir so weiter. Ach, du kannst da jetzt echt nicht hoch. Rückwandeln. Dann kannst du hoch, glaube ich. Ich meine, ich könnte hier jemanden anlocken, aber das Langsperrleben. Ob ich den anlocken will? Ja, eigentlich schon, wenn ich so drüber nachdenke. Dann logge ich ihn noch nach unten. Das hört sich gut an. Das umsetzen. Ah, setzen zu B. Am besten Fall logge ich ihn jetzt noch weiter runter. Ich muss eh noch warten auf Meteor. So, hat er noch einen oder war es das jetzt? Haha, perfekt, wunderbar. Gut, dann pass auf, log mal den weiter. Hierhin. Perfekt ausgerechnet, das kannst du nämlich trotzdem heilen. Ich hätte auch tauschen sollen, ich hätte dir den Öffner geben sollen, aber hey. Und dann sind wir bald soweit, oh ja, ja geil. Ich meine, eigentlich würde ich gerne den Bogenschützen hier weg haben, wenn ich mich hier hinstelle und der dumm angreift. Dann ist er weg. Aber es kann sein, dass der auch angeschissen kommt. Aber egal. Ein bisschen XP-Verschwendung. Aber Sicherheit geht auch manchmal vor. Ist das alles? Wunderbar. Tschüss. Ja, gut, dann. Das war zu erwarten. Aber hey. So. Man, er braucht die XP hier eigentlich nicht so sehr mit Level 4. Mach mal du. Müsste es auch sogar killen können. Donkey. Donkey.
Du wurdest nicht mal erwischt, wunderbar. Dann kann ich dich jetzt nämlich hier hinstellen und dann gehst du als nächstes einfach hier hoch und machst die weg. Und die sind halt da. Oh, ja gut, da muss ich aufpassen, wie ich sie hinstelle. Elfendonner ist natürlich nicht so ihr Ding. Ja, schauen wir mal. Ja. Pass auf, wir machen erstmal so. Du holst dir den Öffner. Dann kannst du auch heilen. Und dann gehen wir das nochmal etwas langsamer an. So, vorsichtig sein mit dem. Und solange die zu mir kommen, ist das ja kein Problem. Der hat einen Langspeer. Könnte auch mit dem Langspeer angreifen. Warum nicht? Meine Axt hat natürlich den Vorteil, aber egal. Ah, jetzt kommt mehr Verteidigung. Ich glaube, die bleiben stehen. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal hier, den schwarzen Ritter. Weil der müsste dann ja theoretisch sich nicht bewegen, oder? Kurz schauen, was sie machen. Easy. Tschüss. Ja, und wegen dir habe ich den Langspeer drin. So. Doch, die bewegen sich, tatsächlich. Ich dachte, die bewegen sich nicht, aber das kann natürlich auch der Unterschied zwischen leicht und normal sein. Na gut, dann ist der jetzt weg. Dann schauen wir mal. Wurfbeil. Das heißt, jetzt will ich auf jeden Fall zur Axt wechseln. Okay, dann machen wir das Ganze so. Bonk. Dann locke ich dich ein bisschen hier in die Richtung. Stahllanze. Ich meine, theoretisch habe ich eine andere Idee. Ich schicke sie mal nach hier hin. Und sie könnte das hier recht souverän meistern. Mal ein bisschen vor, wenn ich noch nicht weiter will. So. Und das passt soweit. Ja gut, das habe ich erwartet. Aua. Okay, das war jetzt nicht so ganz geplant. Ich habe jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass die natürlich sich auch bewegen können. Egal, dann kann ich sie nach unten schicken, mehr oder weniger. Die hat jetzt auch ganz schön viel Schaden bekommen, das habe ich nicht gedacht. Ist ja noch Resistenz, ey, was soll das denn? Ich meine, wenn ich sie hochschicke. 6 Schaden, okay. Sie ist natürlich auch ein Nachteil. Aber wenn ich den da wegbekomme, ist alles gut. Ich will nur schauen. Soll das kein Problem sein. Wunderbar. Ich muss nämlich einfach nur den Typ da oben wegballern. Meinetwegen auch mit Feuer. Das hat eine bessere Trefferchance. So. Dann passt das soweit. Und die Magier werden sie nicht killen können. Elfenlicht, ja, genau. Wunderbar. Ja gut, aber draufballern. Du hast ja jetzt KP. Ist so wundervoll, voll mehr KP mit dir zu haben. Aber ich sollte sie trotzdem weiter wegstellen. Weil der da hier hat natürlich eine Stahlklinge. Gut gegen Äxte. Ja gut, schauen wir mal. Aua. Easy. Mach ihn kalt. Ha! Ilyana OP. Du. Und jetzt hab ich vor dem Angst hab. Was willst du denn, du kleiner Scheißer? Boom! Naja, ich hätte nicht erwartet, hier normal ist. Also ich hab's erwartet, deswegen wollte ich Radiant Dawn auch nur mit Bonuspunkten auf normal versuchen. Denn. Oh je. Das ist natürlich hier,
Dieses wunderbare Spiel ist echt nicht einfach, finde ich. Das ist echt nicht einfach. Vor allem im Vergleich mit Path of Radiance ist das Spiel natürlich ein Riesenunterschied. Der Leichtmodus von Radiant Dawn ist meiner Meinung nach schwerer als der Normalmodus von Path of Radiance. Was natürlich Sinn ergibt, weil Path of Radiance hat ja... Der Normalmodus von Path of Radiance ist ja eigentlich der japanische Easy-Modus. Von dem her ergibt es Sinn, aber ja, trotzdem. Trotzdem... Du machst mir etwas Angst. Wie viel Schaden machst du denn? 30. Du hast 19 Verteidigung. Alles gut. Uff. Gefährlich ist es trotzdem. Glaubst du, langsam könnte ich die Türe öffnen? Hier kann nämlich niemand durch. Ich will jetzt aber auch niemand durchschicken hier, weil ja, du keine Resistenz und so. Ich warte noch. So, wie sieht's hier aus? Ah! Boom, boom! Genau, halt ich mal. Bitte. So, Langspeer. Mach ihn kaputt, bitte. Wunderbar. Ja, wir sind bald soweit und das macht mich happy. Ich merke halt jetzt schon. Uiuiui. Es ist nicht super easy. Was ich an sich sogar ganz cool finde, aber trotzdem. So, erstmal schauen. Feuer ist ja. Also ich mit Donner müsste ich im Vorteil sein. Das heißt, ich rüste Donner aus und dann wieder dieses wunderbare Heilmittel. Dring, wunderbar. Gut. Kann ich dich schon mal nach rechts schicken? Du darfst klauen. Und dann, ja, schauen wir mal. Der schwarze Ritter schätze ich halt hier hin. Hast du schon mit... Hoppala. Wollte ich hier schauen. So, wir müssen noch mit dem schwarzen Ritter reden. Der macht sich dann hier gleich bereit, wenn er dann nach links geht zu den anderen Truhen. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig mit dem Spaß hier. Aua. Boom, Baby. Und Level up. Wunderbar. Warum auch immer ist diese Stärke so krass levelt. Aber Geschwindigkeit auch, ja, yeah, juhu. Habe ich eigentlich... Ich habe es noch nicht benutzt, dann mache ich das jetzt. Tempofeder. Boom, Geschwindigkeit erhöht. Du hast nun eine Geschwindigkeit von 17. Was natürlich ganz cool ist. Und du, dich muss ich noch irgendwie entfernen. Ich kann aber auch einfach von hier oben... Also was hast du? Elfendonner auch, okay. Heißt, mit Feuer müsste ich nicht im Warte. Falsch umgedacht. Ich mach dich einfach damit jetzt weg. Boom! Und der, wenn der sich bewegt, dann hat er gleich ein Problem. So. Ja, geh du mal hoch, meinetwegen. Du kannst auch schon mal... Könnt euch alle schon mal in die Richtung bewegen. Ja. So. Er bewegt sich nicht. Ja, wunderbar. Ein leichtes Opfer. Kurzsperr. Ein leichtes Opfer, nachdem wir einen kleinen Umweg gelaufen sind. Hier, das ist auch ziemlich cool. Vorteil ist recht nice an sich. Es geht. Ist nicht das mega beste überhaupt, aber hey. Wisst ihr was? Eigentlich kann sie jetzt nach links mit ihrem Öffner. Er geht halt einfach mal hier hin. Jetzt versammeln wir mal die Leute. Ah ja, genau. Galdra! Time! Oh, Baby! Brrrr. Schönes Geräusch. So. So, nicht zu nah, bitte. Danke. Er stellt sich so halb bereit. Und ja, wir haben jetzt ein paar Runden gebraucht und so, aber hey, könnte schlimmer sein. Mach du mal hier Aufräumaktion, Level 4, wollen wir das denn machen? Wollen wir sie einfach aufballern lassen? Warum nicht? Ha!
Nur für ein bisschen XP. Wir könnten sie auch ihn killen lassen. Allgemein hier unsere Axt-Dudus werden hier ganz schön viel machen. Und dann war es soweit. Du gehst. Wie weit kannst du? Ah. Wunderbar. Dann können wir auch dieses Gespräch anhören. Was wollt ihr? Wieso versucht ihr, Mikaya so nahe zu kommen? Damit ich sie beschützen kann. Ich beschütze sie. Die derzeitige Situation erlaubt es nicht, dass ich dir ihre Sicherheit anvertraue. Ja, Sofa, du bist gerade nicht mal so krass. Was soll das denn heißen? Willst du sie beschützen, dann musst du stärker werden. Stark genug, um mich zu überwinden. Viel stärker als das. Was? Was meint er nur? Dass du nicht so krass bist, wie du denkst, hä? Er ist jetzt halt nicht mehr weiter als die anderen. Er ist jetzt auf dem gleichen Niveau. Naja. Komm, pass auf, du holst dir jetzt mal das da. Und zwar ist hier nämlich eine Animation. Mit einer Münze. So. Und dann die nächste Runde könnt ihr schon das Ende zeigen, vorzeigen. Öffner. Fairness. Nicht so geil eigentlich. Finde ich. Ich mag's nicht. Wobei, Fairness kann hier sogar ganz cool sein. Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube aber, wenn man Fairness hier, wenn jemand mit Fairness hier steht und hier oben einer ist, dann gibt's da diesen Unterschied nicht, von Höhenunterschied. Und dann kann er halt hier oben trotzdem easy angreifen. Was manchmal echt nützlich ist. Aber genauso kann diese Person halt auch nicht den Vorteil bekommen, wenn sie oben steht. Da muss man natürlich aufpassen. Aber ja, schauen wir mal. Okay, du kannst eh nur einmal, das ist wunderbar. Und dann können wir deinen Eisenachs kaputt machen. Also besitzt ihr doch den Mut, mir endlich gegenüberzutreten. Aber glaubt nicht, dass das ein Kinderspiel wird. Bevor ich untergehe, wird jeder einzelne von euch in den Abgrund gestoßen. Glaub's ja selber nicht, du Sparta, möchte gern. Eisenachs zerbrochen. So. Mein. Ja gut. Du hast ein Problem. Punk. Ist das alles, was du drauf hast? Ich könnte dich theoretisch killen, oder? Ja gut, wenn ich treffe. Nein, nicht mal. Oh, Alter. Deine Resistenz ist nicht schlecht. Aber ja. Oh, Moment. Ich meine, er könnte jetzt ihn nochmal linsen lassen und so. Und dann könnte er ihn töten. Aber ich... Das müssen wir nicht machen. Wir warten einfach. Er heilt sich jetzt, ist okay. Ha! Jetzt machst du deine Axt kaputt, wunderbar. Dann lass wir jetzt Schildenrast machen. Also hier wird jetzt geheilt, Laura kriegt noch XP. Um ein Level abzubekommen. Und dann sind wir hier soweit fertig. Dann müssen wir nur noch mit Mikaya den oh, nicht schlecht. Da müssen wir Mikaya nur noch besetzen. Ja, du gehst mal ein bisschen weg. Mit Chill habe ich noch keinen Unterstützungspartner, da muss ich mal schauen. Aber du erledigst ihn jetzt einfach. Tschüss. Gagua, Gugu Gaga. Es tut mir nicht leid, ich bereue nichts. Alles habe ich richtig gemacht. Ihr gewinnt, Priesterin. Das gefällt euch sicher. Genießt es, solange ihr noch könnt. Denn früher oder später werdet ihr... Man, wir hätten ihn, glaube ich, noch die Mixtur klauen können, aber hey. Level up! Gebt mir geilen Scheiß. Das ist okay. Geschwindigkeit wäre auch cool gewesen, aber hey. So. Und damit haben wir dieses Kapitel... erfolgreich geschafft. In 25 Zügen. Nicht ganz so krass, aber hey. Boom, wir haben alle Items. Wir haben gewonnen. Unser Land ist wieder in unserer Hand. Wir haben dahin endlich zurück. Jeha. Wunderbar. Wundervoll, oh ja. Ich danke euch, Mikaya. Dank euch erwacht das Königreich dahin zu neuem Leben. Ich habe es nicht allein getan. Wir alle haben es getan, indem wir Seite an Seite gemeinsam gekämpft haben. Gewiss habt ihr euren Teil dazu beigetragen.
Ich würde sagen, ohne euch wäre Daeins Wiedergeburt weiterhin nur ein Traum. Leider weiß ich nicht, wie ich meiner Dankbarkeit sonst Ausdruck verleihen kann. Ich möchte euch zum obersten Commander der Armee von Daein ernennen. Verstehe, und ich nehme das Angebot an. Es ist eine große Ehre, solch eine Aufgabe übertragen zu bekommen. Diese Schlacht mag vorbei sein, doch der Kampf, Daein in altem Glanz neu erstrahlen zu lassen, steht uns noch bevor. Wenn ich dabei von Nutzen sein kann, ist es mir eine Ehre, daran teilzunehmen. Das macht mich froh. Dann werde ich die Zeremonie schnell vollziehen. Bitte kniet nieder. Im Namen des Königs von Daein ernenne ich euch, Mikaya, zum obersten Commander von Daeins Armeen. Hiermit übertrage ich euch die Befugnisse und Verantwortungen, die damit verbunden sind. Und jetzt schaut euch das an, Mikaya wird jetzt krass, krass, krass. Sie sieht so aus und BOOM! Jetzt hat sie ein Cape. Weiße Licht. Geschwindigkeit auf 18. Ha, übel. Es fühlt sich komisch an. Doch steht es euch gut. Wollt ihr euch mir anschließen, wenn ich Daein in den Ruhm einer neuen Ära führe? Ich zähle auf euch. Das werde ich. Ich bin nicht sicher, ob sie jetzt tatsächlich schon Stäbe benutzen kann. Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher. Ob er jetzt einer umfliegen würde. Oh, Baby. Wie Aaron halt einfach in die andere Richtung schaut. Da oben rechts, der Blaue, schaut ihn euch an. Wo guckt er denn hin? Wie verpeilt. Hier Tauronio, richtig krass. Und links, Mac. Ich meine, kommt schon. Der schwarze Ritter hat besser gepasst. Aber der ist vermutlich weg. Woo! Oh, Baby! Peleas! 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 Juhu! Oder so. Daein ist befreit. Jetzt schaut euch das an. Ihr wollt wirklich schon gehen? Bleibt wenigstens bis nach dem Festmahl heute. Ihr habt so viel getan, da verdient ihr eine Feier. Ich kann wirklich nichts tun, damit ihr euch an eine Tafel mit Lord Isuka setzen würdet, stimmt's? Ja, zum Teil wäre da das, aber wenn ich ehrlich bin, wenn wir noch länger hier bleiben, könnten wir Probleme mit den Soldaten bekommen. Sie schauen uns jetzt schon komisch an. Wie meinst du das? Sehr viele in deinen Hass, die Laguts, noch immer. Diesen Hass zu besänftigen. Sagen wir, du hast eine ziemliche Aufgabe vor dir. Weißt du, wir wollen wirklich niemanden die Stimmung ruinieren. Es war alles toll, aber wir verziehen uns jetzt einfach still und leise. Aber das ist schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass ich das nie bemerkt habe. Tomat, es tut mir so leid. Nein, nicht weinen. Ich muss ganz kurz einen Shit machen. So, sorry für die Störung. Nein, nicht weinen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn Mädchen weinen. Pass auf euch auf. Es war, gut, dass ihr zum Helfen gekommen seid. Also, dankeschön. Meine Güte, du dankst mir? Reiß dich mal ein bisschen zusammen, Sophie. Sonst kommen mir am Ende noch die Tränen. Warte nur, du Kleiner. Murim, bevor ihr geht, ich wollte euch nur danken. Dafür, dass ihr niemandem von meinem Mal erzählt habt. Ihr müsst mir nicht danken. Die Frage ist zwar unhöflich, aber wisst ihr irgendwas über eure Herkunft?
Nein, ich weiß gar nichts über meine Eltern. Aber die alte Frau, die mich aufzog, erzählte mir kurz vor ihrem Tod, wie mein Mal entstanden ist und was das bedeutet. Es ist der Beweis, dass das Blut der Laguz und der Beorg in mir fließt. So bin ich Schreckensgestalt für beide Völker. Sie sagte, ich solle es nie jemanden sehen lassen und immer zu wachsam sein. Ein weiser Rat. Die längste Zeit meines Lebens vermied ich Kontakt mit anderen, um das Mal zu verstecken und meine Kräfte auch. Aber ich kann einfach nicht verstecken, wie langsam ich altere und so ziehe ich immer in dein umher. Hier ist es wieder so, ich werde in dieser Armee nicht lange bleiben können. Verehrte Mikaya, solange Sof an eurer Seite ist, werdet ihr alle Schwierigkeiten überwinden können. Ja, so wie ihr und Tormod. Ja. Murim, Boss, ich weiß ja, dass ihr nicht weg wollt, aber wenn wir so weitermachen, wachsen wir hier noch fest. Vika, auch dir gilt mein Dank. Sofa und ich werden dich in der Wüste besuchen. Ich werde dort sein, doch werde ich nicht warten. Es ist schwer, auf jemanden zu warten, der nie kommt. Vika, ich habe gesagt, dass ich komme und das werde ich auch tun. Dann werde ich warten. Ikaya, Sofa, wir gehen mit ihnen mit. Was? Ihr geht also nicht nach Gallia? Doch, wir bringen sie dorthin. Kommt schon, dein kann gerade nicht auf euch verzichten, richtig? Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Nachdem die Schlacht beendet war, schien es irgendwie an der Zeit zu sein, weiterzuziehen. Es tut mir leid, unsere Pläne damit doch über den Haufen zu schmeißen, aber das scheint für alle die beste Lösung. Wie furchtbar, ich kann nicht glauben, dass ihr uns alle zur gleichen Zeit verlasst. Mikaya, das Schicksal hat uns vereint. Euch und mich. Dieselbe Stimme hat uns zusammengeführt. Es ist Bestimmung, dass sich unsere Pfade eines Tages wieder kreuzen werden. Ich bin mir ganz sicher. Oh. Ist mir das peinlich? Ich wollte doch nicht weinen. Es war so schön, euch alle zu treffen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nämlich, dass wir uns wiedersehen werden. Oh ja, Tormod, dich werden wir sehr spät wiedersehen. Traurig. Traurig, Mann. Er ist halt so selten spielbar. Naja. Was war das für ein Geräusch? Wollok. Lady Nyla, hat sie dich zu mir zurückgeschickt, damit du auf mich aufpasst, Wollok? Das ist völlig lächerlich. Du hast doch schon diesen nervtötenden Vogel. Hey! Ich nehm's zurück. Nice. So, für gemeinsam haben wir unser Land von der Tyrannei befreit, aber es ist noch nicht vorbei. Vor uns liegt eine lange Zeit voller harter Arbeit, um Dain zu seiner früheren Größe zurückzubringen. Oh ja. Ich weiß, es wird nicht leicht sein, aber solange ich euch bei mir habe, weiß ich, dass wir es schaffen. Oh yeah. Oh, baby. So, Teil 1 Ende. Damit haben wir den ersten Teil geschafft. Es gibt noch weitere, keine Sorge. Während Dain seine Wiedergeburt feiert, wird das benachbarte Krimea von Rebellion heimgesucht. Das Volk der jungen Königin Elinchia befindet sich im Aufruhr. Sie beginnt an ihren Fähigkeiten als Regentin zu zweifeln. Was wird aus ihrem Land werden? Teil 2 Länder und Könige. Alter, ich liebe diese Bilder der Zukunft, die sind voll episch, Mann. So, damit haben wir es geschafft. Wunderbar. Dann kann ich nämlich jetzt diese Folge beenden. Discord in der Beschreibung. Und das nächste Mal sehen wir uns in Teil 2. Oh shit. Und wie wir gesehen haben, nicht mehr unter Dain, sondern wir dürfen bei Grimea weitermachen. Ha! Super nice. Na dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.